Recht herzlich willkommen zur 118. Folge von Avorion. Ja, da ist unser Schiff, das wir ja noch bearbeiten wollen. Und zwar fehlen uns Panzerung und wohlgemerkt, sag schon, der Abbaulaser. So, jetzt ist nur die Frage, ob hier überhaupt was im Sektor ist, was uns da weiterhilft. Hier ist ein Tor, oder? Ja. Das ist eine Mine, das ist eine Mine. Das ist ein Ressourcendepot. So, das heißt, hier werden wir nichts finden, weil hier nur Minen sind. Wenn ich das richtig sehe. Ja, bis auf das Ressourcendepot sind sonst nur Minen. Das ist natürlich äußerst schlecht. Jetzt ist noch die Frage. Wir haben jetzt unser Schiff hier. Und das andere, ist das da? Ja. Jetzt ist die Frage, was wir machen. Der bringt uns jetzt... Ja, ich glaube, wir machen das so, dass wir definitiv den einen sagen, der soll uns eskortieren und dann fliegen wir halt irgendwo hin, wo es hingeht, ne? Jetzt ist die Frage, ob der das kann, weiß ich gar nicht. Meiner als Reiter 2 eskortieren. So, das ist er hier. Da ist unser zweites Schiff, das da jetzt auch schon kommt. So, das bedeutet, wir müssen jetzt schauen, wo wir hinspringen bzw. fliegen können, um dass wir Gewürzfabrik, Computer, Kommandofabrik, Waffenfabrik, Servofabrik, Ressourcen, Energie. Ah, super. Ressourcen, Reparaturdock, Handelsposten, Ausrüstungsdock brauchen wir, ne? Handelsposten. Altmetall, Mineralien, Luxus, Beschleuniger, nix hier. Und hier ist ein Ressourcenjäger, Kohlemine, Solarkraftwerk, Kohle. Auch nicht wirklich was da, ne? Da auch nicht. Handelsposten, Reparaturdock, Ressourcendepot, Handelsposten, Handelsposten. Handelsposten. Schrottplatz. Ja, das ist natürlich nicht so toll. Ausrüstungsdock, da ist eins. Das bedeutet, wir nehmen mal... Ja, komm, egal. Zack, Koordinaten setzen. Gucken, ob der mitspringt, weiß ich nicht. Da ist es, gut. Wollen wir hoffen, dass es jetzt diesmal auch klappt. Jo, er ist schon da, das ist schon mal cool. Und dann geht's dahin. Und wollen hoffen, dass das auch klappt. Ah ja, jetzt ist Cooldown-Zeit noch, 15 Sekunden. Sieben. Vier. Drei. Zwei. Eins. Go. Hoffen wir, dass er da auch mitgesprungen ist. Noch sehe ich ihn nicht. Aber er ist wohl mit. Ach, hier, da. Ich habe ihn doch gerade gesehen, oder? Da ist er, tatsächlich. Gut, ist er das schon? Nein, Reparaturdock. Jetzt ist die Frage, das ist ein Hauptquartier. Wo ist das Ding jetzt? Da ist ein Ausrüstungsdock. Gucken wir mal gerade rein. Upgrades, Geschütztürme. Doppelflak, Tesla, Geschützturm, Bergbau, auf jeden Fall ein Bergbau ist da. Doppel-Tesla, Geschützturm, Gravilaser, Park. Das ist tatsächlich nur einer, ne? Jetzt sag nicht, da ist mir gerade einer vor der Nase hier so richtig ganz steil hergeflogen, tatsächlich, oder? Krass. Ja, docken müssen wir, sonst kriegen wir nichts, ne? Oder wie war das? Da gab es nur einen einzigen Bergbaulaser, du glaubst es nicht, oder?
Und bremst er gut ab. Geht, ne? Dockingport. Da oben. Oh. Knapp daneben, ne? Ist auch vorbei, also nicht. Leicht demoliert. Ausrüstungshandel. Homie, was haben wir noch? Sonstiges. Und Torpedos, gut. Den kaufen wir jetzt erstmal. Das ist definitiv Fakt. Ach, den gibt's zweimal, oder was? Na gut, dann nehmen wir ihn zweimal. Flakgeschützturm, Laser, Gravitationsgeschützturm, Tesla-Geschützturm, Reparaturgeschützturm, Tesla-Geschützturm. Der Reparatur haben wir ja schon, glaube ich, ne? Was war jetzt hier noch? Antriebsupgrade. Bergbausystem brauchen wir noch. Oder haben wir ein Bergbausystem? Weiß ich jetzt gar nicht. Dann müssen wir erst da einmal abdocken, damit wir da reinkommen. Ne, da ist nichts. Das bedeutet, wir brauchen noch das Bergbausystem allerdings. Ne, warte mal, da habe ich jetzt gar nicht geguckt, ob wir das schon haben. MAP. Hier gibt es einige. Außergewöhnlich. Ist das? Frachtraum-Upgrade. Transporter-Software, okay. Transporter-Software für Transporterblöcke. Benötigt Transporterblock auf dem Schiff. Interessant. Das ist auch neu, glaube ich. Ja, dann ist ja das schon geklärt, ne? Dann brauchen wir da nichts mehr. Ich weiß gar nicht, ob mehrere mehr Sinn machen. Lassen wir erstmal so. Was ist das alles hier? Detektor, Detektor. Okay, Radar-Upgrade. Was haben wir hier noch? Antriebs-Upgrade. B wie bauen. Und jetzt die Frage, wo wir sind. Es müssen ja zwei sein. Da. Wo bauen wir die hin? Gute Frage, nächste Frage, ne? Auf Titan geht schon mal gar nicht, auch cool. Dann würde ich das fast sagen. Baust du sie da hin, oder? Puh. Ne, das machen wir anders. Glaube ich. Warte mal, wenn die Panzerung kommt, die ist aus Titan, dann können wir den ja wieder nicht drauf flanschen, ne? Oder ist es nur, weil dieser Block so ist? Gucken wir mal gerade nach dem Titan. Panzerung. Ja, wie bauen wir das? Das ist eine gute Frage, ne? Also ich würde jetzt sagen, wir machen das mal hier so mit irgendwelchen speziellen Kanten oder sowas. Ne, da kommen wir da ja nicht weiter. Ja. Titanschräge Ecke. Titanpanzerung. Titangepanzerte Kante. Panzerte Ecke. Ich würde jetzt gerne das so machen. Oh, wie muss ich das drehen, dass das passt? Oh, das gestaltet sich bestimmt schwierig, das dahin zu bauen. So ist es, glaube ich, richtig. Würde ich jetzt hier irgendwie so anbauen wollen. Und nee, so nicht. So auch nicht. Also so. Dann machen wir ruhig ein bisschen weiter.
So, wenn ich den jetzt hier spiegel, ne? Der war falsch. Der ist richtig, der ist falsch. Dann kommt er da unten irgendwo hin. Also es passt nicht, der Spiegel. Aber der könnte gehen dann, ne? Jupp. Das sieht doch schon ganz nett aus. So, jetzt muss ich den noch drehen. Ich glaube so rum, oder? Nee. So nicht. Ist es so rum? Ja. So gefällt das mir. Dann möchte ich hier noch das Ding haben. So. Das sieht auch ganz cool aus. So. Und hier müssen wir es nur umgedreht wieder haben. Ich glaube, so ist schon ganz cool, oder? Mach mal so. Hat was, oder? So, das ist schon mal geklärt. Dann hätte ich hier gerne was drauf. Eine schräge Kante. Diese hier. Die aber nicht so rum ist, sondern andersrum ist. Mhm. So, ja. Aber hier. Und kürzer werdend. Also so. Ich glaube, so ist das schon okay. Und dann so länger werdend. So. Jetzt drehen wir das Ding wieder. Das war falsch. Das brauchen wir. Nee, andersrum will ich das haben. Ja, so halt. Passt. Und hier drehe ich es so rum. So, ja. Und hier unten hätte ich es auch gerne nochmal. Drehen wir auch wieder. Ich glaube so, ne? So war schon richtig, aber ich muss es dann so rumbauen. So ist passend, oder? Jo. Das ist schon okay so. So, jetzt müssen wir noch ein Ding haben hier oben drauf. Beziehungsweise hier. Rotieren wir mal so. Und zwar, da verkleinern wir das jetzt. Auf die Größe. Und so ist schon okay. Ja. Und dann rotieren wir das da nochmal. Und ich glaube, da muss ich es hier anpacken und da einbauen, ne? Ja. So ist das schon okay. Und dann hätte ich hier gerne noch irgendwie einen Deckel drauf.
Ja. Oh. Wir brauchen noch mehr Energie. Das Ding wird schon zu schwer. Aber vielleicht, wenn wir Mechaniker reinsetzen, könnte das vielleicht schon besser sein. Ich glaube nicht, ne? Nee, dann steigert die Energie nicht. Wir haben aber Mechaniker mehr schon mal drin. Ist nicht schlimm, bauen wir aber jetzt erstmal weiter. Ich glaube, jetzt nehmen wir mal die Spiegelachse gerade hier weg. Die Schräge ist schon okay, ne? Rotieren. Ja, so ist das schon okay, aber ich würde es gerne ein bisschen breiter. Nee. Obwohl, das, was wir da gerade... ein bisschen tiefer hier. Ja, das ist schon so gut. Ein bisschen breiter das Ganze. So, und jetzt muss ich noch wissen, wie ich es in die Richtung kriege. Die, okay. Und dann hätte ich es gern hier dran. Ne? So. Und jetzt hier oben noch was. Rotieren. So. Aber da möchte ich es ganz gerne anders haben. Da möchte ich es flacher haben, das ist auch gut. Und weiter nach hinten. So. Okay, das passt soweit. Und jetzt brauchen wir noch Generatoren, auf jeden Fall für die erzeugte Energie, ne? Da waren wir da in die Richtung. Da ist ein Generator. Und da möchte ich gerne den haben. Steuerung C. Steuerung V. Und wieder Generator ausgesucht. Und den würde ich dazwischen schieben. Und dann reicht's. So, jetzt ist es doch einigermaßen schon mal geschützt, oder? So eine fliegende Blechbüchse. Gefällt mir. Lassen wir erstmal so. So, jetzt haben wir aber unsere Dinge sind noch nicht dran. Die müssen wir gerade noch dran schrauben. Aber die haben wir jetzt auch Platz. Wo waren sie? Hier waren sie, ne? Bergbaugeschützturm, ja. Ist die Frage. Hier gingen sie nicht dran. Also wir müssen sie hier dran machen. Da brauche ich noch einen Needblock. Aber wir mussten sowieso, weil wir müssen ja den Abstand auch weiter raus haben. Genau so ist es. Da sind Nanonitblöcke, Hülle. Was machen wir denn da hin? Generator. Schildgenerator. Schildgenerator hört sich total cool an, oder? Machen wir kleiner. Flacher. Breiter. So viel haben wir davon, dem Zeug. So, und da können wir jetzt die beiden drauf machen, oder? Ich weiß nicht, ob es so gut ist. Probieren wir über Studieren oder über das? Nicht genügend Slots. Geil, oder? Das bedeutet... Gucken wir mal, ob wir da was haben. Hier, ne? Bauen wir den noch da mal ein und gucken, ob es dann geht. Nicht? Doof, oder? Und außerdem ist unsere Energie dann auch schon wieder am größten Problem. Aber weißt du was?
Den entfernen wir da mal. Setzen den mittig da rein. Und lassen den mal so arbeiten. Allerdings brauchen wir nochmal Energie. Generator Nanonit. Nee, das war jetzt nicht so gewollt. Auf der anderen Seite geht, ne? Lassen wir so. Gut, dann zwei Bergbauer. Wo ist ein Bergbauer hier? Da. Ah, da steht auch das Ausrüstungszentrum dran. Wir haben nur eine Person dafür, alles klar. Jetzt ist unser Repertoire fertig. Das war falsch. Aus dem Baumodus raus. Angedockt sind wir noch. Einmal F. Crew anheuern. Bergmänner gibt es hier sogar. Jetzt pass auf, jetzt fehlen uns gleich die Dingens, ne? Die Quartiere. Aber ne, sieht so aus, als ob alles passend ist, oder? Was sagt der da oben jetzt noch? Zu schwach, ne? Ja. Aber erstmal ist das doch gut, oder? So, mal Gas machen hier, wo wir wegkommen. Kommt der andere nach? Ja, ne? Ja, der bewegt sich. So, das bedeutet jetzt, dass wir da wieder zurücksetzen. Koordinaten in den Computer eingeben. Springen. Ist er mitgekommen? Schwierig. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Nochmal. Koordinaten in den Computer eingeben. Und dahin. 15 Sekunden brauchen wir noch. Und was ist das? Energie ist schwach oder was? Das ist schlecht. Lädt der jetzt noch auf oder nicht? Erzeugte Energie ist 2,38, benötigte Energie ist 4,12. Steht aber, dass es da oben runter geht. Der Schild lädt auf jeden Fall gerade auf. Ja, was machen wir jetzt damit dann? Gibt's hier eigentlich was? Ne, ne, hier ist ein toter Sektor, ne? Ja, hier sind nur wir zwei. Könnte mal gerade gucken, was wir da drüben in dem Schiff alles so noch haben. Eine Person ist da noch. Und... Achso, wir müssten die noch rüberbringen, ne? Kann das sein? Frachtgänge transferieren. Genau. Jetzt müssen wir da einen rüberbringen, ne? Muss ich irgendwo noch bestätigen? Ne, ne? Muss ich den T drücken? Jetzt bin ich wieder hier drin. P drücken. Jo, der ist schon da. Das ist schon mal cool. Sekunden steht da oben noch. Das ist schon mal was, oder? Dann sollten wir jetzt gleich springen können. Und dann wollen wir hoffen, dass das alles so klappt. So, auf geht's.
Schilde schützen dich nicht vor Kollisionen, nee. So, jetzt bitte. Wo ist der andere? Wo ist er? Jetzt sag nicht, er ist jetzt nicht mitgekommen. Schiff von Asreiter. Ja, wenn ich jetzt darüber käme, einen Sektor patrouillieren, Feinde angreifen, eskortieren, abbauen, abwracken. Das kann jetzt nicht sein, oder? Jetzt hat schon ewig gedauert, bis wir hier sind. Jetzt steige ich mal in die Drohne aus. Auswählen, interagieren, Schiff betreten. Befehle. Abbauen. Ja, cool, er macht das. Können wir mal hinterherfliegen. Wo ist eine kleine Drohne? Ich drehe, glaube ich, falsch rum gerade. So, jetzt geht er da hin. Und was macht er? Er baut ab. So, jetzt holt er Ressourcen raus mit diesem Bergbauer, ne? Jetzt gehen wir da mal gerade rein und gucken uns an, was im Frachtraum ist. Nix. Ach ja, kann ja auch nichts sein, weil wir hier aufgebaut haben. Da hatten wir irgendwas bei 38. Er baut ja gerade, hat ja gerade an Naonit abgebaut, ne? So. Ja, das bedeutet jetzt leider, dass wir wieder dahin springen müssen, um den noch mitzuholen, damit wir uns umsetzen können, oder? Oder warte mal. Lass das mal gerade nochmal checken. Wenn wir in die Drohne aussteigen, können wir mit der Drohne springen? Ja, können wir. Das bedeutet, wir können ihm da jetzt den Befehl geben. Befehle abbauen. Und er macht weiter. Und er ist krass beschäftigt dann. Gut, und wir können dann dahin springen. Koordinaten eingeben. Sprung da lang. Und ich hoffe, es geht. Ja, es geht. Wir sind dann mit der kleinen schicken, ne? Drohne hier hingekommen und fliegen jetzt zu ihm dahin und dann gucken wir, dass wir da einsteigen und dann weiterfliegen und unsere weiteren Ziele verfolgen. Jo, denke ich mal, haben wir soweit geschafft, ist eine längere Folge geworden und ja, müssen wir mal gucken, wie wir das so hinkriegen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht das, dann kommt er schneller wieder hierher und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!